Einen wunderschönen guten Tag hier aus Bässlich. Kennt ihr vielleicht nicht, das liegt irgendwo bei Trier. Und mein Thema heute ist Gott und die Welt. Über den ersten sagt mein Gast, den gibt's gar nicht. Und ja, so einfach würde ich das auch gar nicht sagen. Also du müsstest schon den Begriff Gott definieren, damit ich sage, das gibt's nicht. Ich grüße dich, Michael Schmidt-Salomon. Du hast ein Buch geschrieben, Keine Macht den Doofen, und lässt so die Menschheit ziemlich schlecht dastehen. Was hat es damit auf sich? Naja, ich bin ja Humanist, also ich trete ein dafür, für die Menschenrechte und für die Universalität der Menschenrechte. Und als ein Mensch, der sich dafür einsetzt, hat man ja oft auch doch einige Nackenschläge zu verkraften. Und ich merkte, dass in mir so die zynischen Dämonen doch stark verankert sind. Ich wollte die gewissermaßen mit dieser Art humanistischen Exorzismus ans Tageslicht befördern, um sie dadurch besser bekämpfen zu können. Also die Grundthese des Buchs ist, dass es Homo sapiens nur sehr selten gibt, also der weise Mensch, dass die meisten Menschen tatsächlich eher der Gattung Homo demens angehören, also der Wahnsinnige, der verrückte Mensch, denn das zeichnet uns ganz besonders aus von anderen Tieren. Wir sind so größenwahnsinnig, uns im Mittelpunkt des Universums zu sehen, und haben in der Geschichte wirklich bewiesen, dass wir eher von Schwarmdummheit als von Schwarmintelligenz geprägt sind. Ein Freund von mir ist Theologe, der hat gesagt, du fährst zum größten Blasphemiger unserer Zeit. Stimmt, dass du mal Theologie studieren wolltest? Ich habe das mal überlegt, tatsächlich, weil mich diese Frage natürlich brennend interessiert hat. Denn wenn tatsächlich dieser Gott beispielsweise des Christentums existierte, wäre das ja eines der wichtigsten Themen, mit dem man sich überhaupt als Mensch beschäftigen kann. Ich habe aber dann doch sehr schnell herausgefunden, dass das, was man uns so zum abverlangt zu glauben, dass das einfach nicht im Einklang mit dem steht, was wir über die Welt wissen. Das passt einfach nicht zusammen. Und dann habe ich mich von dieser Vorstellung langsam verabschiedet. Am Anfang dachte ich, naja, man kann das ja auch irgendwie anders deuten, die Exegese noch weiter betreiben. Aber letztlich habe ich dann erkannt, dass ich einfach die Grundvoraussetzung des Glaubens nicht teilen kann. Ich kann mir beim besten Willen nicht einbilden, dass ein Schöpfergott uns geschaffen hat, dass er unserem Leben einen Sinn vorgegeben hat. All das, was wir über das Universum wissen, deutet darauf hin, dass es eben ganz anders ist. Die Menschheit, die wäre nie entstanden, wenn vor 65 Millionen Jahren nicht ein riesiger Komet auf die Erde eingestürzt wäre, der dazu führte, dass die Dinosaurier ausstarben und ein paar rattengroße Säugetiere überlebten. Wir wissen, dass die Erde in 500 Millionen Jahren von höheren Säugetieren wohl nicht mehr bewohnbar sein wird und dass die Erde in 2 Milliarden Jahren ein Wüstenplanet sein wird, ohne jegliches Wasser. Also ich meine, alles, was wir mittlerweile über die Welt wissen, deutet darauf hin, dass es keinen Gott gibt, der mit uns einen speziellen Plan verfolgt. Ich habe ja das Gefühl im Moment, dass wir, wenn wir uns alle so anstrengen wie bisher, vielleicht schon in wenigen Jahrzehnten nicht mehr auf diesem Planeten leben werden. Du wirst als einer der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste Religionskritiker des Landes geschimpft. Und daher eben die Beschimpfung auch als Blasphemiker. Willst du die Kirchen abschaffen? Nein, ich will, das ist die Aufgabe jedes Aufklärers, ich will an die Stelle nebulöser Verschwommenheit gedankliche Klarheit setzen. Und wenn du das Feld der Religion mit der gleichen Aufmerksamkeit, mit dem gleichen kritischen Verstand beackerst wie andere Gebiete, beispielsweise die Ökonomie, dann kommst du irgendwann meines Erachtens notwendigerweise zu solchen Schlussfolgerungen. Und es ist ja nicht so, als hätte ich die jetzt originell oder originär erfunden. Es gibt eine lange, lange Tradition der Religionskritik. Die Religionskritik ist mindestens so alt wie die Religion auch. Ja, und die Tradition von Humanismus und Aufklärung ist gut 500 Jahre älter als das Christentum. Das sehen wir häufig, dass es eben eine griechische Antike beispielsweise gab oder chinesische Philosophen, die Idee der universellen Menschenliebe gepredigt haben, lange bevor es einen jüdischen Wanderprediger namens Jesus von Nazareth gab.
Also es ist zu viel der Ehre, mich als den großen Religionskritiker hier auszuweisen. Es gibt viele, viele sehr gute Religionskritiker. Gerade in Deutschland gibt es da eine große Tradition und auch heute gibt es einige, die auf bestimmten Gebieten viel mehr geleistet haben als ich. Aber eben sehr lange nicht in dieser Form institutionalisiert. Du bist auch der Vorstandssprecher von der Giordano-Bruno-Stiftung. Was macht die? Die Giordano-Bruno-Stiftung ist eine Denkfabrik für Humanismus und Aufklärung. Wir setzen uns ein für ein wissenschaftliches Weltbild, das zugleich aber auch ein humanistisches Weltbild ist. Und da gibt es eine gewisse Spannung zwischen naturalistischen Denkmodellen und dem klassischen Humanismus. Das versuchen wir eben aufzulösen. Und wir versuchen eben einem solchen aufgeklärten Denken dann auch gesellschaftlich zum Durchbruch zu verhelfen. Das heißt, wir machen dann auch unterschiedliche Kampagnen auf unterschiedlichen Gebieten. Wir haben uns stark eingesetzt dafür, dass die Evolutionstheorie stärkere Beachtung in Deutschland findet. Wir haben uns mit Hirnforschung beschäftigt, mit Kosmologie, haben uns aber auch eingemischt in gesellschaftliche Debatten. Jetzt aktuell die Beschneidungsdebatte, da haben wir uns für die Rechte von Kindern eingesetzt, die allzu leicht geopfert werden, nicht nur religiösen Interessen, sondern auch der Staatsräson. Das ist unseres Erachtens nicht in Ordnung. Wir haben auch in der Vergangenheit uns für Kinderrechte engagiert, schon sehr früh Kampagnen unterstützt gegen die Genitalbeschneidung bei Mädchen. Deswegen ist es auch konsequent, dass wir jetzt auch dieses Thema aufgegriffen haben, auch wenn das natürlich immer wieder auch zu Fehlinterpretationen geführt hat. Aber wir haben auch beispielsweise den Zentralrat der Ex-Muslime mit aufgebaut, das brachte mir dann im Iran den Ruf ein, ich sei ein Agent des Mossad, der alles tut, um den Islam zu schädigen. Wir haben uns eingesetzt für die Interessen der Heimkinder, die über Jahrzehnte hinweg missbraucht wurden und ausgebeutet wurden in den Heiminstitutionen. Also die Stiftung hat ein sehr breites Portfolio und wir haben das, denke ich, geschafft, mit relativ wenigen Mitteln Debatten hier in Deutschland eine leicht andere Richtung zu geben. Das liegt auch daran, dass wir einfach sehr viele fähige Wissenschaftler, Philosophen und Künstler in der Stiftung haben, die sich gegenseitig befruchten und das macht wirklich Spaß an dieser, naja, kleinen subversiven Widerstandsbewegung teilzunehmen. Aber glaubst du denn nicht, dass es auch in den Kirchen tolle Frauen und Männer gibt, die sich ebenfalls für eine aufgeklärte Gesellschaft einsetzen? Zweifellos. Also das ist ja etwas, was viele falsch verstehen. Wenn man Religion kritisiert, heißt das nicht, dass man alles kritisiert, was in den Religionen geschehen ist oder auch heute noch geschieht im Namen der Religion. Die Religionen sind kulturelle Schatzkammern der Menschheit, die sehr viel Vernünftiges beherbergen, aber eben auch Unvernünftiges. Und das muss unsere Aufgabe heute sein, das Vernünftige vom Unvernünftigen, das Menschenfreundliche vom Menschenverachtenden zu trennen. Und ich habe mit vielen Menschen, vielen religiösen Menschen gesprochen, die einen Großteil meiner Überzeugungen teilen. Man darf sich das nicht so vorstellen, als wäre beispielsweise die katholische Kirche ein Monolith, in der es nur eine bestimmte Richtung gibt, sondern es gibt da sehr, sehr unterschiedliche Richtungen. Und einige dieser Richtungen unterstützen tatsächlich eben auch die Anliegen der Giordano-Bruno-Stiftung, die ja keine atheistische Organisation ist im klassischen Sinne. Ich würde mich auch gar nicht so als Atheist bezeichnen. Ich werde immer in diese Schublade reingesteckt, weil der Begriff Atheismus einen wunderbaren Schwefelgeruch hat. Damit arbeiten Journalisten natürlich gerne. Aber ich bezeichne mich selbst eben als Humanist, der für die Menschenrechte eintritt. Ich verstehe mich auch als Naturalist. Das heißt, als jemand, der davon ausgeht, dass es im Universum mit rechten Dingen zugeht. Dass also keine Götter, Kobolde oder Dämonen in die Naturgesetze eingreifen. Aber diese beiden Grundgedanken kann man auch als religiöser Mensch teilen. Ja, und wenn wir uns anschauen, die Mystiker der verschiedenen Weltreligionen, die ich sehr schätze, die haben zum Teil ganz ähnliche Positionen vertreten wie ich.